Hi Leute, hier ist Jake und hier zeige ich euch wieder mal ein Vintage Knife aus den USA. Es ist das Buck Aconur. Ein Messer aus den 1970er Jahren. Der Entwurf stammt von L. Buck selber, dem damaligen Chef von Buck USA, noch in Kalifornien damals beheimatet und entworfen 1971, herausgebracht 1972, und die ganze Aconur-Familie, die es da gibt inzwischen, endete 1997 mit der Hauptproduktion. Danach gab es nur noch einige Custom Knives aus der Custom Abteilung, handgefertigte Einzelstücke. Wie damals üblich kamen die Messer in so einer sehr gut gemachten Lederscheide aus kräftigem Leder. Die war verklebt und vernietet, aber nicht genäht. Hat sich aber bewährt, denn da dieses Messer ganz gut genutzt wurde, kann man erkennen, da ist nichts lose gegangen, das hat super gut gehalten. Hier auch der Druckknopf ist noch okay. Und so sieht das Messer aus. Es ist ein Skinner-Messer mit so einer 8 angedeutetem Clip-Point. Es hat einen Messingguard und Micarta-Griffschalen aus schwarzem Black Micarta. Drei Messing-Pins. Es ist eine Full-Tank-Konstruktion aus 440C Stahl. Und die Daten sind 236 Gramm Gewicht, 25 cm Gesamtlänge, 12 cm Klingenlänge, 11,5 cm Schneidenlänge, 2,2 cm Klingenbreite und 4,6 mm Klingenstärke. Der Schliff ist nicht ganz einfach zu definieren. Es ist ein balliger Schliff, wobei die Klinge vom Rücken her ein paar Millimeter oder ja gut ein Drittel der Breite hält. Dann geht es in einen kehligen Bereich, wird dann nochmal zur Schneide hin etwas stärker. Und dann kommt die eigentliche Schneide. Der Guard ist bei den Messern aus dem ersten Jahrzehnt, also von 1971 bis 81, spitz nach unten hin. Später wurde dann ein etwas eckigerer gewählt. Dazu kamen dann Holzgriffschalen. Geblieben sind in jedem Fall immer diese Fingergrooves. Ricasso-Griff ist auch sehr gut möglich. Durch die 12 cm Klinge ist es 42A Waffengesetz konform. In dem Fall denke ich, ist es aber eher aufgrund des Alters ein Sammlermesser. Ja, das war's schon. Mein Buck Aconur. Das Messer verlässt meine Sammlung, da ich es tauschen werde. Und der
Dennis wird sich bestimmt über dieses tolle Produkt hier freuen. Also bis demnächst. Ciao.